Zeiss vor der Mine sagte, ich habe vielleicht Arbeit für dich nächsten Monat. So, so. Na, wie auch immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viele Aufgaben, teilweise abgeschlossen hier im Broken Hills. Haben halt die vermissten Leute gefunden. Und auch solche anderen Dinge hier. Allerdings muss ich dazu sagen, ich wollte eigentlich schon weiterreisen, aber stimmt schon, wir könnten eigentlich noch viel mehr machen. Erstens war ich noch nicht in dem Haus hier gewesen, wo ich die Tür nicht finde. Tür. Hier. Wenn man es die Ansicht ein bisschen komisch, wenn man hier gar nicht so reinkommt. Wie gesagt, ich müsste, was ich da nochmal gelesen habe, wirklich alle Aufgaben abschließen, dann könnte ich Markus erst mitnehmen. Also müsste ich erst bei Yuino dieses Ersatzteil holen für die Mine, dass ich wirklich jede Aufgabe abgeschlossen habe, dass er dann sagt, gut, jetzt ist alles erledigt, jetzt kann ich mitgehen. Mir kam Jacob immer schon ein bisschen komisch vor, sagt er. Türsteuerungscomputer. Du lernst nichts. Was ist das eigentlich für ein Raum? Dort ist wie so ein großes Rohr. Wie so ein Abflussrohr scheinbar. Wasserversorgung vielleicht hier. Ob sich Broken Hills je wieder von den Spannungen zwischen Menschen und Mutanten erholt? Ach komm, Aileen, ich kann gar nicht verstehen, dass sie das macht. Bildschirm mit grüner Anzeige, auf dem diverse Daten erscheinen. Hin und wieder tauchen ein paar Byte auf. Na, sieht das wie die Wasserversorgung hier. Na, ich denke, es ist wahrscheinlich, wie gesagt, hier die Wasserversorgung von der Siedlung hier. Ich lerne nichts, kann ich nicht reparieren. Na gut, hier steht der Kerl im Weg. Kann man hier runtergehen eigentlich? Oder? Ich glaube nicht, zumindest. Wenn ich sehe zwar, dass hier geht es theoretisch weiter, ich komme hier nicht lang. Ich schätze, man darf nicht hier hin, weil klar, ja, könnte man ja sonst weiterlaufen. Aber hier nichts ist, ist wahrscheinlich der Weg, obwohl hier eigentlich Platz wäre, für mich blockiert, dass ich hier nicht weiter kann. Dass wir die Menschen lehren, die Gesetze zu brechen. Sehr gut. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Metalltür. Hallo. Du dürftest gar nicht hier sein. Was willst du? Wer bist du? Ich bin der Aufseher der Raffinerie. Was willst du? Was ist das alles hier? Das hier ist die Raffinerie von Broken Hills. Hier reinigen wir das Erz aus der Mine. Was willst du? Ah, also doch keine Wasserversorgung. Ich brauche Uran. Das ist ja lächerlich. Von uns kriegst du gar nichts. Handelst du mit mir? Ja, das schon, aber hat jetzt nicht allzu viel. Na gut, mach's gut. Tschüss. Aber ich speichere mal vorher ab, weil ich habe gesehen, hat einige Schreibtische und einen Spind. Aber hier ist kein Inhalt. Und hier? Auch nicht. Schade. Na, dann sehen wir mal deinen Spind rein. Ach, es ist überhaupt nichts in dem Spind. Und der Schrank, ist der wichtig? Ist hier irgendwas? Nein. Ach, hier wäre auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Wenn es so ist, dann kann ich auch hier durchgehen. Dann können wir auch genauso gut hier lang. Die beiden sind weg, die hier gewesen sind mit diesem Aufstand, den die gegen die Supermutanten geplant haben. Wir sollten noch mit Francis reden, das ist doch er hier. Hast du irgendwie Hilfe? Ich habe einen Zettel in den Tunnel gefunden.
auf dem die Namen Fuensis und Zaius stehen. Sieht so aus, als hättet ihr was verbrochen. Verdammt nochmal, Zaius hat schon wieder Zettel rumliegen lassen, was? Also hör mal zu, ich weiß, dass in dieser Stadt ein paar Menschen die Mutanten umbringen wollen. Und ich weiß auch, dass Markus sie nur verhaften wird, wenn er Beweise hat. Ich wollte das Ganze nur ohne großes Blutvergießen durchziehen. Du hast also Unschuldige getötet. Unschuldige? Ha, ich habe nur Verschwörer umgebracht, die mich töten wollten. Ich habe ihnen nur den gleichen Gefallen getan und dafür gesorgt, dass ihr Tod auch zu was gut war, damit wir vielleicht irgendwann Frieden schließen können. Wenn wir wirklich Frieden wollen, dann müssen alle Mörder sterben. Am besten fange ich gleich hier an und bringe dich um. Du bist trotzdem nichts weiter als ein krimineller Mörder. Ich weiß ja nur von dir, dass es angeblich eine Verschwörung gibt. Red doch mal mit ein paar Leuten in der Stadt. Erzähl ihnen, dass du die Mutanten hast. Dann findest du bestimmt was über die Verschwörung raus. Ich weiß, dass falsch bloß falsch nicht richtig ergibt. Aber das war Notwehr. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss einen Weg finden, von meinen Taten zu büßen. Ist dein Gerechtigkeitssinn jetzt besänftigt? Muss wohl. Du hast Friends auf den Zettel und Zeus angesprochen, du erhältst 1000 Erfahrungspunkte. Na gut, und Friends, das ist halt jetzt weg. Hättest du auch noch Armdrück machen können gegen ihn, hätten dann irgend noch eine Powerphase bekommen, glaube ich, aber wir sind halt zu schwach, das schaffen wir halt nicht. Ich dächte zwar, wir könnten es schaffen, vielleicht mit der Powerrüstung, weil wir dann 3 Stärke dazu bekommen. Aber ehe ich die habe, das dauert. Und da ich dann noch weiß, dass ich gegen den Arm drücken machen wollte, ob ich das dann noch weiß bis dahin. Vor allem könnte ich ja bis dahin als Markus auch nicht mitnehmen, weil ja die ganzen Aufgaben nicht abgeschlossen sind. Und wegen so einer Powerphase, die ich dann sowieso nicht einsetzen werde. Ach, egal. Willst du sonst noch was? So? Was denn? Achso, hab schon alles erzählt. Ich sehe noch meine Pip-Boy nach, ob hier noch etwas offen war im Broken Hills. Der Luftreiniger, der eine hat gesagt, der Ghoul, lass mir noch ein bisschen Zeit. Ah, ich muss mal sehen, ob jetzt der Kerl fertig ist. Denn ich weiß, der will 3 Gegenstände haben, der würde uns dann sagen, wo der Schatz ist. Die Frage, wo war der gewesen? Ah, ich glaube, der war hier gewesen, bei der Pflanze. Zu müde, um zu warten, zu müde, um zu warten. Ich bin zu müde, ich habe Hunger. Hallo Billy, ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist, um mich zu besuchen. Ich bin noch nicht fertig. Kann ich erwarten? Ja. So, vielleicht ist der Kerl jetzt fertig. So, wo bist du hin? Ja, ich seh dich doch. Kid, das Magazin hat meine alten Säfte wieder aufgemischt und ich finde, dass du mir für den Schatz, von dem ich dir erzählt habe, ruhig noch ein paar Dinge mehr besorgen kannst. Hol mir eine aufblasbare Puppe. Du kannst wahrscheinlich einen in Yuino auftreiben. Weitere Fragen? Gehört, er war ein totaler Bastard. Jetzt eine Gummipuppe will er haben. Ich habe da schnell auch schon mal gelesen, dass angeblich eine im Polizeirevier in Broken Hills sein soll. Ja, ich muss zugeben, ich habe hier mal gelesen bei dem Kerl, bei den Typen hier, mit den Aufgaben. Als letztes will er, glaube ich, eher wie Alkohol haben, so einen bestimmten Alkohol, keine Ahnung. Und angeblich soll im Polizeirevier, das muss doch das sein, oder? Das sollte eigentlich eine Gummipuppe sein. Oder ist das das Polizeirevier, wo er hier ist? Ich bin ja, glaube ich, noch nie reingegangen, fällt mir ein. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine Gummipuppe. Denn hier war ich, glaube ich, eigentlich noch nie drin.
Ach, Sulik steht im Weg. Wir gehen jetzt. Ach, du geh in den Weg. Ja, diese alte Ansicht wie hier, dass man teilweise die Tür manchmal nicht so wirklich sieht. Das ist mir schon ein bisschen nervig hier. Habe ich jetzt die Tür geöffnet eigentlich? Jetzt. Das ist ein Tisch. Geht es in den Garten rein? Ja gut, vielleicht nicht in den Garten, aber... Es ist zumindest ein kleiner Garten. Ach, hier ist doch die Gummipuppe. Ah, leck mich, ich kann das nicht tragen. Was du wollen? Was du wollen? Sulik, du musst hier das schwere Gerät tragen. Und den Zettel. Und die Brille. Und die Zange. Und die Zange, habe ich gesagt. Eine komische Gummipuppe kann doch nicht so viel wiegen eigentlich, oder? Wiegt so eine Gummipuppe so einen Haufen? Es kann doch nicht sein, dass das Ding so schwer ist. Was du wollen? Wie viel wiegt denn diese scheiß Gummipuppe? Aber jetzt müsste ich das Ding tragen können. Jetzt. Na gut, der will das wahrscheinlich so sehr reinquetschen, die Luft rauslassen, dass keiner sieht, dass der mit so einer Gummipuppe rumrennt. Wenn er kann so sagen, nein, die ist nicht für mich, die ist für so einen alten Ghoul, der will die haben. Die denkt sich, ja, ja, ich weiß, die ist natürlich für einen Freund und nicht für dich. Oh, Lenny. Drängel, 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 okay, kein Problem, ich mach Platz. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich dir den Weg versperre. Kein Problem, du bist doch weggegangen. Oh, jetzt steht wieder jemand anders im Weg. Oh. Ist es so besser, Bus? Ja. Wenn du mir nicht im Weg stehst, schon. Gummipuppe, aufblasbare Gummipuppe für Sexspielchen. Dieses Modell heißt Tandy. Es wiegt 20 Pfund. Ach ja, je. Tandy. Tandy aus dem ersten Fallout, oder? Was dann? Das Mädchen ist, was wir befreit haben aus der... Genau, von den Khans haben wir die doch befreit, von dieser Plünderer-Gang. Im ersten Teil war es von diesen Aradesh aus Shady Sands, diese ja, Tochter vom Anführer war. Die im zweiten Teil dann die Anführerin der Republik ist. Nur halt ist sie dann halt eine alte Oma. Kit, das Magazin hat das und das, ich hab's ja schon. Da ist sie, der Gipsteifel in die aufblasbare Puppe. Das hier, Kit, wird der Knüller. Gib mir ein paar Stündchen, dann reden wir weiter. Los, geh! Er beäugt die Puppe lüstern. Oh, du geiler Bock, du. Die haben die Pornomagazine nicht gereicht. Du willst jetzt auch die Puppe haben. Ich will sie durchnehmen. Na gut, von mir aus. Er hat gesagt, ein paar Stunden. Ich warte mal 3 Stunden. So. Jetzt habe ich 3 Stunden gewartet, einmal 1 Stunde, jetzt noch 2 Stunden. Das ist jetzt eigentlich genug Zeit gehabt. Ich weiß, Cassidy, du willst aufpassen, dass keiner ihn stört, aber ich will versuchen, ob er fertig ist. Ich bin jetzt völlig erledigt. Bring mir ein paar faule Gedärme, dann können wir über den Schatz reden. Phil, der Barkeeper, wird für dich darauf aufpassen. Hä? Ein paar faule Gedärme? Fehlt der Barkeeper. War's das denn? Ich möchte vielleicht... Oh, noch eine Sache. Ich verrate dir, was es ist. Wenn du mir ein paar faule Gedärme bringst, okay? Na gut, ich besorge dir welche. Fehlt der Barkeeper. Ich muss überlegen, wo war eigentlich Fehlt der Barkeeper? Alt, wir hatten jetzt kein Picknick. Wer bist du eigentlich nochmal? Naja, schon gut. Noch mehr faule Tricks von den Menschen? Phil, der Barkeeper, wo bist du eigentlich? Ich hab vergessen, wo du bist. Barkeeper Phil? Ah, ich glaube, der war in dem anderen Sektor. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Ich sehe jetzt auch kein Schild an der Außenwand, dass irgendwo hier eine Bar ist. General Store. Ach ja, klar, hier ist doch die Kneipe. Du bist doch Phil, oder? Siehst du einen alten Mutanten? Ne, du bist kein Mutant. Phil. Nuka-Cola. Was soll ich jetzt von dem holen eigentlich? Ich nehme mal Rauchenpurzer. Gibt's was Neues? Nicht viel. Ich will noch was trinken. Ich hole noch ein Bier. Und noch eine Nuka-Cola. Ach, nehme das jetzt alles ohne Trinkgeld. So, ich habe jetzt von jedem ein Getränk mitgenommen. Denn in der Lösung, wo ich mal da geguckt hatte, stand auch immer, ich sollte eigentlich Alkohol mitnehmen. Ob das jetzt der Alkohol ist, ich habe keine Ahnung. Da muss ich mal sehen, bei Cassidy, der hat noch ein bisschen Alkohol. Oder als Sule gehen, habe ich auch ganz viel gegeben. Ach komm, ich nehme gleich. Lass du wollen. Von ihm je ein Fläschchen mit. Dann werde ich das sehen. Ich nehme noch so einen. Ach, den Rachenputz habe ich ja schon hier. Da muss ich noch mal kurz nachsehen. Ich kann erstmal meine Munition wieder mitnehmen. Die Waffe musst du kurz noch tragen jetzt. Hier ist der Rachenputz, den haben wir schon. Hängt, das Spiel hängt. Ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte gestern ein anderes Spiel aufgenommen. Da hatte ich überhaupt nicht ein einziges Mal einen Hänger gehabt mit OBS. Nicht einmal. Das heißt, es liegt wirklich an diesem Spiel hier. Hier noch einen Schnaps mit. So, jetzt habe ich von jedem Alkohol eins dabei. Und noch eine Nuka-Cola habe ich. Mal sehen, was der haben will. Den Gedärme. Hä? Da gibt es Taifun. Fahle Gedärme. Ist wahrscheinlich irgend so ein Getränk, was ich da gegeben habe. Keine Ahnung. Aber ist egal. Das war echt ein Knüller, Kit. Ich wollte dich eigentlich noch um eine Pflanze beten, aber hey, ich gönne dir eine Pause. Ich habe schon eine Pflanze hier umgesetzt. Du bist so rücksichtsvoll. Also, wo ist die Kohle? In Ordnung, ich erinnere mich, dass ich das Geld irgendwo in der Stadt verbuddelt habe. Das liegt aber schon viele Jahre zurück und in der Zwischenzeit sind die Häuser dort so oft auf- und abgebaut worden, dass ich nicht mehr genau weiß, wo der Platz ist. Falls das irgendwie weiterhilft, ich weiß noch, wie ich damals versucht habe, einen Ort zu finden, der abgerissen oder niedergewalzt werden kann. Ein unzerstörbarer Platz, sozusagen, weißt du? Also viel Glück für dich. Na gut. Level up. Du hast Teil von endlich soweit bekommen, mehr Infos über die versteckte Beute auszuspucken. Neues Level erreicht. Lass du wollen. Sulik hat bei einigen Fähigkeiten dazugelernt. Das war nicht schlecht. Dass meine Begleiter bei einigen Fähigkeiten auch dazulernen. Den Schnaps hat er nicht genommen. Das Gammon-Galbier auch nicht. Die Cola auch nicht. Ich hatte auch gar kein Getränk genommen, oder? Das Bier hat er nicht genommen. Den Schnaps hat er nicht genommen. Das Bier nicht, dieses Gammon-Galbier von Gecko nicht. Den Röntgenrum hat er nicht genommen. Ach, keine Ahnung, was er genommen hat. Irgendwas wird er schon genommen haben.
Es war eigentlich auch egal. Hauptsache, wir haben die Aufgabe abgeschlossen jetzt. Oh, ein neuer Bonus. Action Boy. Ein zusätzlicher Attributspunkt oder hier Bewegungspunkt. Das wäre natürlich nicht schlecht eigentlich. Das hätten wir hier. Mit diesem Bonus gewinnst du einen Stärkepunkt, wenn du unter einen die Hälfte deiner maximalen Trefferpunkte fällst. Na ja, gut, ist nicht schlecht, aber ja. Mit diesem Bonus erhältst du einen Ausdauerpunkt. Ja, das wäre auch schon nicht schlecht, weil wir haben eine beschissene Ausdauer. Bonusbewegung, Bonusmunition, Angriff mit Distanzwaffen kosten einen AP weniger. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Denn Distanzwaffen nutze ich ja. Das wird er ja dann verjährt erzählen. Mich da einen AP weniger nutzen müsste dafür. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Hier natürlich Forscher. Ein Forscher entdeckt neue interessante Orte. Mit diesem Bonus hast du eine bessere Chance, besonders interessante Orte und Menschen zu finden. Das ist eigentlich das, was ich gerne möchte, auch für diese besonderen Zufallsbegegnungen. Allerdings das hier, jedes Level von Gebilde gibt dir plus 2 Fähigkeitspunkte, wenn du eine neue Erfahrungsebene bewältigst. Das ist halt das, was natürlich auch gut ist. Das hier, gut, Erfahrungsaufgabe, dass du mit jedem Level weitere 5% bekommst. Ja, ist halt nicht schlecht. Heiler. Meistertausche Mr. Fix-It. Mutation, Nachtsicht, Packrate, Präsenz, Ranger. Allein auch schon Ranger wäre nicht schlecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufällige Begegnungen ausweichen kann, wenn du das willst, und dass ich stattdessen mehr besondere Begegnungen herbeiführen kann. Alleine das ist schon echt geil, aber Scharfschütze wäre auch nicht schlecht. Wahrnehmung verbessern, gut, haben wir auf der 9, aber... Ach, ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich das machen, dass ich sagen würde, die gute Auffassungsgabe oder gebildet. Ich würde sagen, gebildet. Ich nehme gebildet. Jetzt haben wir es auf der Stufe 3. Sieht ihr, sonst hatten wir, glaube ich, 20 Fähigkeitspunkte, jetzt haben wir 26. Ich meine, das ist, merkst du dann schon, wenn du dann hier mehr machen kannst. Weil das ist dann eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, das merkt man schon. Jetzt würde ich den Handel nochmal um 5% erhöhen. Reparieren, Wissenschaft. Ach komm, Arzt mache ich auch nochmal 5% höher. 130 mache ich das hier. 131 das. Erste Hilfe ist bei 80. Da hatte ich wieder gemerkt, dass ein Hänger drin war in dem Spiel. Weil der Tod noch kurz weg war. Achso, das Spiel reagiert auch jetzt im Moment gar nicht. Jetzt. Also, was das immer ist. Manchmal, bei manchen Gegnern geht es eigentlich. Da hängt das nicht so. Aber bei manchen Gegnern wie hier, keine Ahnung. Da rückelt das Spiel teilweise dann ab. Vielleicht vertragen sich OBS und Fallout 2 teilweise nicht so. Die Frage, was mache ich jetzt mit den letzten Pünktchen noch hier? Nahkampf? Naja. Nahkampf ist vielleicht nicht schlecht, aber andererseits... Na, ich könnte vielleicht unbewaffnet verbessern. Denn Yuino weiß ich, da können die dann boxen. Wenn ich da mehr unbewaffnet hätte, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Na komm. Wie gesagt, da können wir nämlich dann boxen. Deswegen würde ich sagen, ich mache... Oh, was habe ich jetzt gedrückt? F1. Fallout 2 Quick Help. Pip-Boy 2000. Zip. Pip-Boy Glock. Aha. Ist interessant, was sich alles noch gibt. Repair, Skill Decks, Outro Map, Vera Chap. Ah, sieht man hier. Schnell laden, schnell speichern.
Na gut. Aber wir möchten natürlich erstmal diesen Schatz finden. Und ich schätze mal, das war wirklich dieser blöde Brunnen hier. Man hat ja nicht umsonst hier die Hand als Symbol. Du erinnerst dich daran, was Typhon gesagt hat, über einen Platz, der unzerstörbar ist und der wieder abgerissen oder platt gewälzt werden könnte. Und beginnst den Brunnen zu inspizieren. Ein Stück weiter unten, im Brunnenschacht, entdeckst du einen Stein, der weiter hervorsteht als alle anderen. Hurra, ich bin reich! Vorsichtig ziehst du den Stein heraus und lugst neugierig in die Dunkelheit hinab, um nach deiner Belohnung zu spähen. Kann hier unten nichts erkennen. Du schmeißt den nutzlosen Stein in den Brunnen, um deine Hände frei zu haben. Harock, in Ordnung, Zeit, um an die Moneten zu kommen. Plötzlich löst sich aus dem Inneren des Brunnens eine dicke Tasche, die an einem Seil befestigt ist, aus dem Loch in der Wand und hängt baumelnd im düsteren Brunnenschacht. In deiner eiligen Gier, an den Schatz zu kommen, hast du übersehen, dass der Stein mit einem Seil verbunden war, an dem das heiß ersehnte Geld schließlich hing. Korken! So ein Mist! Stimmt, das ist Mist. Sieht so aus, als müsstest du dir etwas einfallen lassen, um den Schatz aus dem Brunnen zu befördern. Mit deiner Größe würdest du im Brunnen stecken bleiben. Scheint so, als bräuchtest du Hilfe. Aha. Das bringt nichts, ich komme nicht in den Brunnen hinein, ich bin so groß. Ist Lenny vielleicht nicht so groß? Kann der reingehen? Das zum Beispiel steht auch in der Komplettlösung nicht. Oder wo ich jetzt, na, das heißt Komplettlösung, wo ich jetzt mal bei der Aufgabe hier geguckt habe, da steht's. Du holst deine Belohnung ab. Ja, beim Brunnen, das könnte ich mir sowieso schon denken. Aber da steht halt in der Belohnung beim Brunnen abholen. Punkt. Aber wie? Wie kann ich das machen? Wen muss ich jetzt da reinschicken? Weil er wäre theoretisch der Kleinste jetzt. Sulik ist ein großer Kerl. Er ist auch ziemlich groß. Wenn ich ihn habe, dann... Das können sie ja erst recht vergessen. Also ich wüsste nicht, wen ich da reinschicken soll. Später gibt es so einen Roboter. Den kann ich auch schlecht reinschicken. Eine Todeskolle kann ich auch nicht reinschicken. Ein anderer Mensch, den hat man auch noch später, theoretisch. Eigentlich auch nicht. Und Vic ist eigentlich auch jetzt nicht unbedingt so klein. Also wen soll ich da reinschicken? Es wird dann Ausrüstung reden. Nee. Ich kann mal gucken bei ihm, ob er noch seine Waffe trägt. Ja. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie soll ich jetzt da reinkommen eigentlich? Das bringt nichts, ich komme nicht in den Brunnen, ich bin so groß. Ich gehe noch mal kurz zu dem Typ rein, aber irgendwie schaut dir mal die Hörner von der Ehre da an. Ha 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 ha. Hey, wo bist du? Bist du das? Aha, aber du isst noch immer Dünger. Blödsinn. Pflanzenphilosophie. Altwerken ist kein Picknick. Ich bin zu müde. Hallo Billy, ich bin zwar nicht Billy, aber ist okay. Ach nein! Ach, diese Begleiter. Ach, das ist immer schlimm, wenn du hier so eine so enges Haus hast. Ein Gag? Ja, da war mal so ein Typ, der... Psst, psst, jemand hört zu! Hast du den Schatz schon gefunden? Noch nicht. Jetzt reden die nicht mehr, weil ich jetzt in der Nähe stehe. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr bestürbt worden. Stell dir mal vor, du wärst in diesem Körper gefangen. Keine Action.
kein bisschen Action. Soll ich eine Geschichte vorlesen? Wäre es mit Shaq und die Riesenbohne, oder die Prinzessin auf der Erbse, oder das Schlingenpflanzenmonster? Sind doch Helden, der Ghoul und die Pflanze. Ist der Zyklus des Lebens, weißt du? Das eine Lebewesen lebt vom anderen und immer so weiter. Na gut, jetzt wiederholen die sich nur. Na gut, an der Stelle werde ich jetzt auch die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich wirklich nach New Reno. Obwohl ich sagen muss, ich weiß noch nicht, ob ich dann nicht vorher nochmal zurückfahre und einen Begleiter von uns dann zurücklasse. Obwohl, wie viele Begleiter haben wir jetzt derzeit? 1, 2, 3, 4. Doch, da würde ich der Meire mitnehmen erst. Gut, also macht's gut. Bis dann. Tschüss.